Herzlich willkommen bei mir zu Hause im Garten. Heute, bei diesem schönen Wetter, zeige ich Ihnen, wie man ein kleines alpines Gärtlein in diesen Harztopf reinmacht. Und Sie sehen auch, hier habe ich ganz verschiedene Utensilien von Steinen, Rindenmulch, Moos, Hauswurz. Ja, und das werde ich jetzt alles in diesem kleinen Schälchen verarbeiten. Dieses kleine Jola-Hornfeilchen, das habe ich aus einem bestehenden Gefäß genommen. Und das mache ich jetzt zuallererst rein. Und für das muss ich zuerst unten rein ein bisschen Erde machen, damit es dann nicht ersäuft im Topf. So, mal ein bisschen Erde. So, voilà. Fülle schon den Rest auf, weil ich eigentlich keine großen Pflanzen mehr habe hier. Fülle ich jetzt einfach auf. So. Und möchte jetzt hier auch ein zweites, ich möchte hier diesen Hauswurz möchte ich nehmen, aber der ganze ist so groß, also werde ich den ganz vorsichtig auseinanderziehen. Und ich möchte eigentlich dieses große Teil da, mal schauen, wie es aussieht. Hier vorne, ja, das sieht gar nicht schlecht aus. So, voilà. Bisschen Erde rundherum, aber nur ein bisschen, damit die Wurzeln Kontakt haben mit der Erde. So, dann werde ich wahrscheinlich hier, würde ich mal sagen, einen Stein reinmachen. So, ja, genau. Und, genau, ein wunderschönes kleines Moos. Das muss rein hier, unbedingt. Ja, genau. Und den Stein mache ich da. Mal schauen, muss einen kleinen Stein nehmen. Geht nicht, ist zu groß. So, müssen Sie einfach ein bisschen schauen oder ein bisschen ausprobieren. Der Fantasie ist da freien Lauf. Hier noch ein kleines Häuschen. Und jetzt gieße ich das vorsichtig an. Der Topf selber hat kein Loch, darum ist es auch wichtig, dass wenn es dann draußen steht, dass man es mal auch ab und zu mal wegnimmt vom Regen. Und Sie sehen jetzt haben Sie ein wunderschönes, kleines, herziges, da ist noch ein Loch, machen wir noch ein bisschen mehr rein. So, wunderbares, kleines, schönes, herziges Töpflein, Fenstersims oder sonst irgendwo oder auch zum Verschenken. Viel Erfolg dabei, machen Sie es gut. Tschüss.